Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kreativkanal. Ich bin Andrea von Gestempelt und Gestreift und heute gibt es wieder eine neue kreative Idee mit den Produkten von Stamping Up. Und zwar habe ich mir eine Technikkarte vorgenommen und zwar diese Hochzeitskarte, Glückwunschkarte zur Hochzeit. Die wollte ich euch gerne vorstellen, wie ich die gemacht habe und nicht lang schnacken. Los geht's mit Basteln. So, hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Basteltisch. Hier ist nochmal die Karte aus der Nähe, die ich mit euch heute basteln möchte. Und zwar habe ich mir hier heute eine Technikkarte vorgenommen. Die habe ich schon auf Instagram gezeigt. Wir hatten Instahop vom Team Stempel doch mal. Und ich dachte, das wäre vielleicht auch ja, eine interessante Technik, die ich euch mal hier im Video zeigen kann. Denn das ist, also erst ist es ein bisschen embossed und dann habe ich mit dem Wassertankpinsel hier ein bisschen ausgemalt und kriege hier so einen Kreideeffekt. Also ist eine Aquarelltechnik und das kann man auch mit einem Aquarellbuntstift machen. Ich habe mir den hier mal hingelegt, damit wir uns vielleicht mal angucken können, wie der Unterschied ist. Hier noch mit ein bisschen Pergamentpapier und wir wollen auch gar nicht so viel Zeit verlieren, weil das Embossen und das Anmalen dauert einen Moment. Ich habe mit diesem Set gearbeitet, ewig verbunden. Das findet ihr im derzeitigen Mini-Katalog und ja, alle aktuellen Produkte oder auch die natürlich, die im Ausverkauf sind, ab 9.4. mit Rabatt, könnt ihr natürlich gerne in meinem Online-Shop bestellen. Den verlinke ich euch unten in der Infobox und hier links im Video solltet ihr eigentlich immer den aktuellen Shopping-Code finden. Das heißt, wenn ihr den in meinem Online-Shop bei der Bestellung ganz am Ende eingebt, dann bekommt ihr im folgenden Monat ein kleines Geschenk von mir und ich glaube, bisher waren da immer ganz schöne Sachen bei. Sind natürlich kreative Sachen, ne? Versteht sich von selbst. Genau, ich habe mir hier diese tolle Blüte geschnappt, weil ich mochte die so gerne. Ich weiß auch nicht, ich habe mir vorgestellt, so, ne, so duftige Kleider im Mai, schönes Wetter, nicht so wie jetzt. So eine zarte Blume, so ein bisschen wie eine Marguerite. Und das fand ich total hübsch, wollte das nicht so bunt haben. Und da habe ich mir jetzt zumindest schon mal eine Karte vorbereitet. Ganz normale weiße Standardkarte, die ist 21 x 14,5 und in der Mitte bei 10,5 gefalzt. Und habe mir hier schon den Aufleger, den wir jetzt bearbeiten, in Savanne zugeschnitten in 14 x 10. 14 x 10, genau. Die Stanzform brauchen wir gleich. Das falte ich mir mal eben oder beziehungsweise ziehe mir die Linie mal eben nach. Dann haben wir das schon erledigt. Ja, es ist ja jetzt auch wieder die Zeit der Hochzeiten, wobei ich finde, dass das auch eine ganz hübsche Karte zur Konfirmation wäre. Also das könnte man auch machen. Den Spruch hier austauschen, natürlich auch eine Geburtstagskarte, aber ich habe es jetzt so als Hochzeitskarte gemacht, weil ich auch gerne das Set mal benutzen wollte und vorstellen wollte. Schön mit der Schrift, passt so zu diesem Verspielten und Romantischen. Mir gefällt das gut. So, jetzt fangen wir mal erstmal mit dem Embossen an. So, alles andere geht dann ja hinterher noch relativ zackig. So, jetzt müssen wir das erstmal ja hier, das kennt ihr beim Embossen, hier mit dem Pulver erstmal die Statik ein bisschen vom Papier nehmen, damit gleich die Farbe nur da auf der Tinte hält, wo sie hin soll. Oh, Stempelblock. Hilfe. Nehmen wir halt den hier. So. Dann brauche ich meinen Versamark, die klebrige Tinte und dann fange ich an. Warum bleibt der Stempel nicht kleben? Dann nicht ganz sauber. Und ich fange in der Mitte an zu stempeln, damit ich rundherum sehen kann, dass ich auch noch über die Ränder komme. Dann auch immer der Tipp, über die Ränder stempeln und vor allem auch den Stempel mal drehen. Ich sollte mir vielleicht ein kleines
Schmierblatt unterlegen, das ist ganz gut. Moment, ich habe alles, also ich habe wirklich mir alles hingelegt, ne? Aber irgendwie bleibt doch immer irgendwas auf der Strecke. So, weiter geht's. So, und dann kann ich hier nämlich direkt auch vor allem die Ecken bestempeln. So, hier einfach auch mal schräg legen den Stempel. Und dann einfach jetzt die Karte gut ausfüllen oder zumindest so ausfüllen, wie es euch gefällt. Ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt gut seht von da oben, sage ich mal. Ich zeige es euch gleich noch mal aus der Nähe. Aber sobald wir das embossen, wird das ja sowieso gleich sichtbar. So, hier mache ich noch einen Hauch hin. Und hier auch, weil das ist immer ganz schön, wenn man gerade so auf den Rändern da auch was sieht. So, ich zeige es euch einmal aus der Nähe. Ja, sieht man doch gut, ne? Und jetzt sieht man, das klebt eben auch. Und jetzt habe ich mir weißes Embossingpulver genommen. Das könnte man natürlich auch, ich sag mal, wenn man jetzt zum Beispiel zur goldenen Hochzeit als Idee, ne? Könnte man natürlich super toll mit Gold auch embossen. Wäre auch mal eine schöne Variante. Und ich finde, das Embossen sieht immer edel aus und sehr kunstvoll, finde ich. So. Ich glaube, ich habe alles gut bestäuben mit dem Pulver. So, das mache ich erst einmal zu. Und dann würde ich sagen, das kommt weg. Lege ich mal los. Ich mache das auf jeden Fall gleich hier im Video auf leise, aber ich halte es euch in die Kamera. Zeige ich euch erstmal das Ergebnis vom Embossen. Ach, und das glänzt immer so schön. Also ich mag es total gerne. Mir gefällt es richtig gut. Es ist ja eine, wenn nicht meine Lieblingstechnik. So, und jetzt gehe ich her. Also ich habe einen Wassertankpinsel. Ich brauche hier so einen alten Stempelblock oder die Silikonmatte. Und dann habe ich hier weiße Farbe und mache mir hier so einen Tropfen einfach auf den Stempelblock. Das muss nicht so viel sein, lieber zu wenig und dann nochmal nachholen. Und alternativ mache ich mir hier von dem Wassertankpinsel hier ein bisschen Wasser drauf. Dann können wir gleich das auch mal mit dem Aquarellbuntstift nochmal testen. Und bei diesem Wassertankpinsel, vielleicht da nochmal kurz zur Info, die kommen in so einem Dreierpack, die haben drei verschiedene Spitzen. Ich habe jetzt den mittleren genommen. Genau, ich habe den mittleren genommen. Ihr könnt aber auch den ganz schmal nehmen und aber ich fand, das ging jetzt ganz gut und der andere hat dann hier halt nochmal für größere Aktionen so eine breite Fläche, Pinselfläche, und die sind immer auch super easy zu reinigen. Einfach nur aufdrehen, Wasser reinmachen, und apropos aufdrehen, die gehen zur falschen Seite auf. Ich habe natürlich auch gerade am Wasserhahn gestanden und gedreht, das gibt's doch gar nicht.
Die dreht man nicht nach rechts auf, sondern die dreht man nach links auf. Das vielleicht als Trick. Also bitte keine Reklamation. So, und jetzt gehe ich einfach her und genau, und vielleicht das noch, hier ist extra steht Push. Hier sind zwei so etwas abgeflachte Stellen und da kann man drücken und dann kommt das Wasser vorne durch die Spitze raus. So, und dann vermische ich das hier mit meiner Farbe. Und dann bin ich tatsächlich nur in die Blütenblätter gegangen. Ich hole euch mal ein bisschen ran. So. Ist vielleicht ein bisschen besser. Und dadurch kann man hier wunderbar ausmalen. Und das habe ich teilweise gar nicht so gemacht, dass ich voll ausgemalt habe. Und habe wirklich nur diese Margeritenblätter, so nenne ich sie mal, hier genommen. Und wenn euch das zu stark ist und zu flüssig ist, dann nehmt ihr lieber mehr Farbe als Wasser. Und dann müsst ihr mal einfach gucken, und umso mehr Wasser ihr habt, seht ihr hier, umso heller wird es natürlich. Ne? So, und ich habe hier gesessen, ich habe da mehrere Karten von gemacht. Ich fand das so entspannend. Und eigentlich kann euch hier mit den Embossing-Linien nichts passieren. Einfach nur immer so mit so einem leichten Pinselstrich da reingehen und wie gesagt, ruhig auch hier mal die Restfarbe nutzen und ein bisschen mehr Wasser. Dann kann man aber hinterher immer noch mal drüber gehen und sich noch mal Farbe aufnehmen. Hier noch in die Spitzen will. Ich versuche jetzt natürlich, mich da nicht so lange dran aufzuhalten im Video. Vielleicht ist das vielleicht für euch ein bisschen langweilig, mir dabei zuzugucken. Aber wie gesagt, ich fand das total entspannt. Und das könnt ihr natürlich mit allen Farben auch machen, also wenn ihr die Nachfüller dazu habt, die ja sowieso immer empfehlenswert sind, wenn man sich neue Farben kauft, sich die mit dazu zu bestellen. So. Und ich habe jetzt ja hier auch kein Aquarellpapier, weil das ist gar nicht so durchnässt. Ich arbeite ja jetzt hier nicht nur mit Wasser, sondern eben auch mit Farbe und habe das nur so ein bisschen mit Wasser vermischt. Das ist ja nicht viel, was ich hier benutze. Und wie gesagt, ich finde das total süß. Ja. Ich gehe gleich her und mache das mal mit dem Stift. Mache hier mal noch die große. So. Und wenn das abtrocknet, da könnt ihr natürlich dann hinterher auch noch mal mit dem Föhn nachhelfen. Dann sieht man eben, dass das so ein bisschen auch so ein bisschen kreidig wird. Ne? Und wenn man jetzt zum Beispiel auch Aquarellpapier nimmt und das könnte ich mir vorstellen, zum Beispiel in Gold embossed, kann man da halt auch großflächig mit Farbe drüber gehen. Und hat wirklich so einen ganz künstlerischen Aquarelllook. Das ginge auch. Aber ich wollte jetzt hier einfach in Weiß bleiben. Muss mal gucken. Vielleicht mache ich das nochmal. Sowieso. Wir haben auf der Onstage viele tolle Sachen in Aquarelltechnik gesehen. Und dann ist man gleich so... Also man will das gleich alles nachmachen. Es sind so viele tolle Ideen und man muss ab und an ja auch mal so ein bisschen über seinen Tellerrand gucken. Also wenn euch das zu lang wird hier, dass ich am Malen bin, spult einfach vor. Geht gleich weiter. Ich
versuche ja nebenher ein bisschen was zu erzählen. Naja, auf jeden Fall habe ich nämlich meinem Team auch davon erzählt und dass wir da beim nächsten Teamtreffen wollen wir auch ein bisschen malen, wobei ich davon ausgehe, dass wir natürlich auch viel im neuen Katalog blättern werden. So, eine große noch und dann nehmen wir mal den Stift. So. Und ihr seht hier, ne, umso weniger Farbe ich nehme und ich mache das jetzt auch gar nicht so super ordentlich. So, und jetzt nehme ich einfach hier mal den Aquarellbuntstift und der muss ja mit Wasser wird der. Oh, da habe ich ein bisschen zu viel genommen. Einmal ein bisschen abtupfen. Ja, aber der, da muss ich schon ein bisschen sehr drücken, dass der auch Farbe abgibt. Und das war mir so ein bisschen zu wenig in diesem Fall jetzt. Also ist sonst total schön mit den Stiften, aber das war mir jetzt ein bisschen zu wenig. Also insofern, ich wollte es euch wenigstens mal gezeigt haben und ich finde hier so von dem Pinselstrich her geht das halt einfach auch recht zackig. Und durch die Linien habt ihr immer so ein bisschen eine Vorgabe und kommt da kaum rüber. Und ihr seht, oder seht ihr es nicht, doch da, ihr seht, ich habe einen so einen kleinen Tropfen Farbe benutzt. Und da komme ich echt, das reicht mir für die ganze Karte hier, ne? Wir haben es gleich geschafft und dann machen wir uns nämlich das. Vielleicht blende ich dann auch gleich aus oder spul vor. Ach nein, ist ja egal. Wer das nicht sehen will, kann ja selbst vorspulen. So. Und dann kann man hier noch mal nacharbeiten, wo man vielleicht sieht, dass einem das noch nicht reicht von der Deckkraft. Und ansonsten, genau, hier sieht man vielleicht auch noch mal, wie schön das ist, wenn man hier natürlich auch in die Ecken geht, also die Blüten auch auf den Ecken embossed, so dass hier nicht so eine komische Freifläche bleibt, weil da wird dann auch das Auge automatisch hingelenkt, ne? Das lasse ich jetzt so. Ihr habt gesehen, wie es geht. Also hier einfach in jetzt das Wasser rausdrücken und dann säubert sich sozusagen die Pinselspitze von alleine. Und das können wir hier auch einfach vom Stempelblock abmachen. So, ich ziehe euch mal wieder raus, weil das ist sonst so ein bisschen ungewohnt, ne? So, ich glaube, so ist ganz gut. So, das lasse ich zur Seite, tue ich zur Seite. Das trocknet jetzt erstmal und wir machen weiter. Wir brauchen ein Etikett. Das ist die Größe von den Büttenrandstanzen. Da bin ich ja sowas von froh, dass das nicht rausfliegt. Das können wir uns hier mal stempeln. Hier habe ich das mit Schwarz gestempelt. Das würde ich dieses Mal mit Espresso machen. Das ist mir ein bisschen doch zu hart gewesen. Und zwar habe ich hier Glückwünsche zur Hochzeit genommen. Und ich stempel mir das nur erstmal, weil dann machen wir uns gleich hier noch dieses Pergament. Das kann ruhig schief sein. Das schneiden wir, beziehungsweise stanzen wir ja gleich aus. So, das brauchen wir da.
Und jetzt kommen die tollen Stanzformen zum Einsatz. Und zwar habt ihr ja hier diese ganz vielen Blüten und eben auch die zwei Kränze. Also ihr könnt ja hier das Rosenbouquet könnt ihr ausstanzen. Ihr habt hier dieses Grünzeug hier, die Marguerite. Ihr habt die beiden Blumen, die ihr machen könnt. Die habe ich übrigens auch mal embossed. Ich hatte nämlich erst überlegt, ob ich die noch auf die Karte bringe. Das war mir aber zu viel. Also da könnt ihr wirklich viel mit machen. Hier habt ihr noch zusätzlich mal noch hier Zweige, dann so ein Rosenblatt und hier auch noch mal so ein paar Blüten, die ihr aufsetzen könnt. Also ich finde das sehr, sehr schön als Hochzeitsset, auch sehr, sehr gelungen. Und natürlich diese tollen Kränze. So, und was wir da machen müssen bei dem Papier, wir brauchen natürlich unsere oder meine geliebten Klebebögen. Die habe ich hier. Na, das kann weg. So, einmal mal ausmessen, ob das übers Motiv passt. Und dann gehe ich einfach her. Oh, ich habe hier den schön voll mit Farbe. Ziehe mir den ersten ab, gerade bei diesen größeren Motiven. Und dann klebe ich mir praktisch das Papier hier auf den Bogen. Und dann ziehe ich mir hier hinten die Schutzfolie ab. Und dann brauche ich das einfach hier nur noch drauf fallen zu lassen. Streiche das glatt. So. Und das Überschüssige kommt weg, sonst klebt mir das fest. Und bei dem Pergament, da machen wir uns praktisch nur nehme ich mir einen Pergamentbogen. Das reicht mir noch. Da der Hinweis, das geht aus dem Katalog raus. Also wer dieses Pergamentpapier haben möchte noch, dem kann ich nur empfehlen, sich das noch zu sichern, weil also ich bin total begeistert von diesem Pergamentpapier. Das ist nicht so dünn und ist ganz tolles Papier. Ich finde das so schade und verstehe das auch überhaupt nicht, dass das rausgeht. Aber ja, warum, wieso, kann ich euch nicht sagen. Also die Stanzmaschine. Stanz- und Prägemaschine. Ich vergesse es immer. Das ist natürlich nicht nur eine Stanzmaschine. So, jetzt mache ich erstmal das hier. Da gehe ich zweimal hin und her, damit auch hinten die Folie von diesem doppelseitigen Klebebogen wirklich auch durchgeht und kontrolliere da auch, ob das passiert ist, und das sieht gut aus. Das lege ich mal eben zur Seite und mache mir noch das Etikett hier. Da muss ich mal von vorne gucken, damit das auch gerade wird. Das ist immer so ein bisschen tricky, finde ich, wenn man schief gestempelt hat. So, sollte das passen. So, und jetzt gehe ich her und hole mir das hier hinten raus. So, löse mir das. Und löse mir jetzt halt auch hinten die Klebefolie. Hier an einer Seite. In der Regel sollten hier die Kleinteile auch mit rauskommen. Wenn nicht, noch mal einmal kurz nachhelfen. Da war noch einer und da war noch einer und dann hier ist einer. So. Und dann packe ich mir das hier irgendwie. Moment, ihr seht überhaupt nichts, ne? Oh, ich kann kaum zur Seite gucken, mein Nacken ist steif. Ich war gestern bei der Osteopathie und der hat
ganz schön an meinem Nacken rumlaboriert. So. Und dann mache ich das so, dass ich gleich nicht so viel Ecken und Kanten zum Abschneiden habe. Und lasse das hier locker fallen. Klebe das hier an. So. Und schon habe ich das hier drauf. So, die großen Teile schneide ich hier mit der großen Schere einfach erstmal weg und das andere muss ich jetzt so ein bisschen natürlich mit der kleinen Schere machen, aber ich finde, das Ergebnis ist echt toll und ihr könnt hier euch wunderbar an den weißen Rändern entlanghangeln. Also wer jetzt sagt, oh nein, dieses Ausschneiden, das bleibt einem jetzt hier zumindest bei dieser Variante nicht erspart, wenn man das mit dem Pergament so hinterlegen möchte. Ich fand das so schön duftig und schön so zur Hochzeit, wie gesagt, auch mit dem Savanne und dem Weiß. Ich bin gespannt, was ihr sagt, ob das so auch eine Technik ist, die ihr vielleicht selbst schon mal gemacht habt. Vielleicht erzähle ich euch hier auch nichts Neues, dass ihr sagt, ach nein, ey, was hat sie da denn jetzt für eine Karte? Aber beim Insta-Hop, so auf Instagram, ist die eigentlich auch ganz gut angekommen. Ich hatte sie da auch noch in Rosa gemacht. Wobei die da sehr quietschig ist. Ich zeige es euch, ne? Ihr wollt sie sehen, ne? Ist das neue Rosé. Achtung! Da, 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 da! Ne? Geht auch, ne? Schnell wieder weg. Ich zeige euch die neuen Innencolor noch in Ruhe und ich habe meine Vorbestellung nämlich gerade, beziehungsweise meine zweite Vorbestellung gemacht. Und nächste Woche kommt auf jeden Fall ein Video mit den neuen Sachen. Wir müssen uns ja langsam vorbereiten, ne? Aber denkt jetzt dran an den Ausverkauf. Ich mache, ich habe mich also entschieden, keine Sammelbestellung zu machen. Ich glaube, ich hatte das schon mal im Video auch gesagt. Ich verweise tatsächlich auf den Online-Shop. Bitte nutzt den Online-Shop, wenn ihr noch was braucht und auch wenn ihr vorher noch was haben wollt. Keiner kann versprechen, ob die Sachen hinterher noch da sind. So, und jetzt sind wir fast schon soweit. Ich habe jetzt noch ein bisschen Leinfaden gemacht. Das habe ich vorher gemacht. Stimmt nicht. Das habe ich hinterher gemacht, damit das hier so ein bisschen reinkommt von der Seite. Dann nehme ich mir meine Klebepunkte und wenn ich so lange Pausen mache, suche ich was. Da ist er, mein Aufhebhelfer. So, und jetzt klebe ich mir wirklich dieses Element hier so ganz fluffig an. Mache auf die größeren Stellen, ich habe hier zum Beispiel noch einen halben Glue-Dot, auf die größeren Stellen einfach Klebepunkte drauf. Hier ist noch mal so eine größere Stelle und das reicht auch völlig, weil das Band noch mal drüber kommt. Und dann habe ich mir hier noch mal zwei halbe gemacht und die drömmel ich mir wirklich so zusammen zwischen den Fingern, dass die hier auf den Rand passen. Genau. Und dann kommt das hier drauf, schön mittig, so dass wir rundherum was sehen. Hier scheint das auch noch ein bisschen durch, finde ich total schön. Und dann habe ich mir einfach auf der Höhe, wo ich das Band haben will,
mache ich mir hier, ich will das hier ungefähr so haben, da wo der, ne, so mehr im unteren Bereich, da mache ich mir hier so eine kleine Markierung. Und schneide mir hier so einen ganz kleinen Müh so rein, dass man das gar nicht sieht. Einfach nur, also es ist vielleicht noch nicht mal ein Millimeter, einfach nur wie so eine Art Schlitz da rein. Dann habe ich nämlich hier den Vorteil, dass das gut hält. Und dann könnt ihr das hier nämlich, oder ich habe es zumindest so gemacht, so ein bisschen hier hinter das Blatt klemmen. Das fand ich ganz schön. Und dann kommt das zweimal hier rum. So, Stille im Haus. Die Schleife muss gemacht werden. Okay, die Karte dauert 10 Minuten und die Schleife wahrscheinlich eine Viertelstunde oder wie. Naja, geht schon, ne? Ja, das war schon mal besser, aber ich glaube, ich mache es jetzt nur noch schlimmer. So, und jetzt kommen hier noch die, kommt noch das Etikett drauf. Das mache ich so ein bisschen oberhalb und unterhalb vom Band, dass mir das nicht abhauen kann, und mache mir hier noch in die Mitte ein und kann damit auch das Band noch ein bisschen fixieren. Ist doch ein bisschen schief geworden, oder? Aber das bleibt jetzt so. So, und dann kommt das hier auf die Karte und dann mache ich auch noch zwei Glitzis drauf. Die habe ich hier. Wie heißen die? Basic Perlenschmuck bunter Schimmer heißen die. Und da habe ich gar nicht jetzt großartig was gemacht. Da habe ich einen großen und einen kleinen gemacht. Dann haben wir trotzdem auch nicht nur diesen romantischen und verspielten Charakter, sondern eben auch ein bisschen was. Dieses Festliche und das passte für mich von der Kombination her richtig schön. Und dann haben wir hier eine süße Hochzeitskarte. Ich habe irgendwie geschmiert, habe ich gerade gesehen, mit meinen Fingern. Ach, ich sehe, wisst ihr, was passiert ist? Das war nicht richtig trocken. Seht ihr das hier? Diesen darunter. Das ist natürlich echt jetzt ärgerlich, aber dafür lege ich euch die andere nochmal mit rein. Also vielleicht auch da wirklich nochmal der gute Tipp. Lasst es gut trocknen. Ich war jetzt einfach ein bisschen zu schnell. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Ich glaube, das mache ich gleich nochmal neu. Aber ihr habt vom Prinzip her gesehen, wie es funktioniert. Ich lege euch nochmal das Pergamentpapier ans Herz und auf jeden Fall auch hier diese Klebebögen, wenn ihr so eine Karte mal nachmachen wollt. Ja, und sag ganz lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und ich denke, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.